Ein zweites EX-Level in Welt 6? Oh, das ist eine Überraschung. Und damit willkommen zurück zu Kirby Planet Robobot. Der Gebirge ist hier und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und gehen in dieses Level, wo wir wahrscheinlich mit unserem Robot einiges klären müssen. Wahrscheinlich Bosse. Deswegen, Start. Start. War ja im letzten Part nicht so ganz erfolgreich. Ja, war nicht so ganz erfolgreich, wie gesagt, und hat da ein bisschen, verschießen, ne? Oh, da brauche ich direkt einen Robobot für. Wo komme ich denn her? Hier wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen, doch, derbe verkackt. Ich habe ein bisschen schlecht gespielt. Sehr schlecht. Rotes Hammer. Und, oh Gott. Hammer, Hammer. Hammer Lee, komm her. Oh Gott, hier sind so viele Hämmer unterwegs. Donk. Sagt ihr nicht Donk? Ich glaube schon. Donk. Haha. Hab halt extrem schlecht gespielt gehabt. Und bin dadurch ein paar Mal gestorben. Aber jetzt bin ich wieder in voller Kontrolle meines Bewusstseins. Ne? Warum war ich nicht in voller Kontrolle meines Bewusstseins? Er liegt daran, dass ein bisschen hell in meinem Zimmer war. Und ich die Helligkeit nicht so sehr mag. Hehe. So. Hammer behalte ich. Oh Gott. Hammer von oben. Hammer von hinten. Ui. Och, verdammt. Jetzt soll ich sagen, genießt. Das ist voll unangenehm. Ist ja so ein komisches Level bisher. So ein zweischneidiges Dingen. Oder zweiwegiges Dingen. Einer Weg hin, einer Weg zurück. Oh nein. Hau ab, du blöder Dingens, du. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was wollen die alle mit ihren Regenschirmen? Hm. Die Musik zielt ja auch schon ein bisschen darauf ab. Oh Gott, da fällt was so oben runter. Hallo. Zieht ein bisschen darauf ab, dass hier Endzeitstimmung herrscht. Oh Gott, das war knapp. Oh, da würde ich hämmern. Ich würde dich super gerne weghämmern. Oh nein, bringt gar nichts. Oh shit. Hammer, komm zurück. Bringt gar nichts. Da brauche ich schon mal einen Robot für. Verdammt. Ich will nicht zerplattet werden von den Scheißhängern hier. Raus, raus, raus. Flieg. War da oben was? Da drüben. Anderer Weg? Nein, da war einfach nur diese komische Säule. Okay. Ah, ein bisschen Curry. Nehme ich. Haben will. Und ihr könnt alle weg. Dann. Durch die Tür. Was uns wohl erwarten wird. Okay, das ist cool. Das Level dreht sich automatisch. Ach du Scheiße. Fallen wir gleich? Ist nur eine optische Täuschung, ne? Krass. Oh, das ist voll crazy, das Level hier. Aber scheint zurückzuwandern. Heißt, wir dürften die Halbzeit erwischt haben. Okay, wenn wir die Halbzeit erwischt haben, dann müssen wir gleich durch die Tür gehen und dann noch ein paar Gebiete abwandern. Boah, das erinnert so krass gerade an Subraum. Oh, never mind. Ich höre da was. Klingt wie das Ende? Nee. Da oben komme ich nicht durch. Da brauche ich den Robobot für. Der einzige Weg ist also hier lang. Aber warum ist da das Geräusch der Tür?
Okay. Dürfen wir jetzt großartig Party machen? Dürfen wir. Ich hab voll aufgeladen. Durch die Tür. Kirby wird alles zerstören. Ihr alle weg. Die Fähigkeit nehme ich gerne mit. Eismann blocken. Und dann machen wir alles ganz schnell kaputt. Und das wird super schön werden. Ja. In den Vordergrund auch rein. Und dann bauten wir alles um. Ah, das wird super. Auf dem Weg zurück wird alles toll. Dafür steht Kirby, oh ja. So. Wer wollte Probleme? Ihr wollt Probleme? Oh, in diesem Hintergrund, da komme ich gar nicht erst hin. Okay, da ist eine 6. Und die ermöglicht es mir, den ersten Roblox zu besorgen. Yay. Cool. Heißt, wir haben nichts verpasst. Dass wir alles auf dem Rückweg finden müssen. Hey. Ich hätte mir für die Steinhände holen können. Müssen. Kann ich immer noch. Später. Oh Gott, ja. Die Dinger. Hey. Kaputt. Junge. 4. Cool. Und du bist eine Niete. Okay. Eismann. Du bist auch besiegt. Und wir werden hier ganz einfach eine 1. Das ist ein wunderschönes One-Up für uns. Und die Tür mit den zwei komischen Blockaugen. Oh, die Musik ändert sich schon ein bisschen. Mach mir alles mal kaputt. Wow. Denn man weiß ja nie, es könnte überall was versteckt sein. Zum Beispiel hier. So, die erste Tür geht einfach so auf. Zweite Tür, aber nicht. Die braucht sowas. Und wie wir wissen, seit dem letzten Mal, hinter solchen rotierenden Dingern versteckt sich immer ein Roboblock. Oh, die spielen gerade Kirby. Auf dem NES. Oder auf dem Famicom. Das ist ja cool. Das ist ein schönes Easter Egg. Und hier befindet sich nur ein One-Up. Vielleicht war das... Ja, das Easter Egg war das Dingen. So. Und ihr geht auch drauf, denn euch möchte keiner haben. Denn ihr geht nur auf den Sack. Yeah, ganz viele Sachen. Hey, hoch. Einmal durch die Tür. Da müssten wir am Anfang schon angekommen sein. Yep. Aber bevor ich das hier umdrehe... Ah. Ich würde sagen, bevor ich das umdrehe... Schau jetzt mal, was da oben ist, aber da ist ja nichts mehr. Deswegen gehen wir hier unten lang und durch die Tür. Das war jetzt schon ein langer Weg hin und zurück. Ja. Oh, ein Reifen. Reifen, komm her. Oh yeah, wir sind ein Rad. Wir machen alles, alles, alles platt. Alles platt. Das machen wir, oh ja. Sogar Kugeln kommen alle weg. Yeah. Und natürlich den Vordergrund und holen alle Münzen. Ich habe keinen offensichtlichen Platz gesehen, wo was versteckt sein könnte, deswegen. Weiter. Welche Fähigkeit nehme ich denn mit? Denn ein Auto kann ich nicht mitnehmen. Da kann ich mit Dingensen und so.
Beam. Beam ist sehr stark. Wobei ich den Flammenwerfer mag. Elektro ist nicht so mein Fall. Nehme ich das Feuer. Und nochmal noch eine Erfrischung für meinen Robobot. Cool. Einmal drehen. Und hallo, Bosskampf. Incoming? Fragezeichen. Ich denke, ja. Das wird lustig. Das wird lustig. Aha. Ach, guck an. Du schon wieder. Runde 2. Renn, 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 renn. Feuer ist effektiv auf Pflanze. Au. Und natürlich will ich Pflanze behalten, beziehungsweise Feuer behalten, um Pflanze zu besiegen. Oh, das ist perfekt, dieser Punkt. Das ist perfekt. Flammenwerfer auf 180 und besiegt ist der Baum. Kurz vorm Ende. Sehr gut. Und er droppt sogar den letzten Roboblock. Cool. War es eine Frage der Zeit, bis wir ihn besiegt haben. Alles klar. Da oben haben wir es zum Schmeißen, glaube ich. Ah ne, ist einfach nur eine kleine Auffahraktion. Höher und höher und... Moment. Ist da nicht vielleicht was versteckt? Ich kann den mal nicht loslassen. Ich kann leider nicht loslassen. Das ist natürlich sehr, sehr gemein. Naja. Da könnte was versteckt sein. Wer weiß schon, was sie so böse versteckt haben. Aber... Rätsel. Okay. Kirby, Meta Knight, kämpfen mit ganz vielen Sternen im Hintergrund. Tür, Mond. Ha, sehr schön. Das ist also das Ende des Levels. Ist hier noch ein versteckter Sticker oder so? Fragezeichen. Nein, wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir hinein. Ein elektronisch geöffnetes Tor, das ist auch mal was Neues. Und eine volle 10 auf der Richterskala. Bei der Landung. Hervorragend. Cooles Level. Hin und zurück. Alles ist super. Yay. Kann man mal machen, ne? Wir erhalten Sticker Logo Star aus Kirby Planet Robobot. Cooler Sticker. Wir erhalten den Sticker Glitzerstern aus Kirby Star Sticker. Das waren nur zwei Sticker. Ich glaube, ich habe den seltenen Sticker vergessen oder nicht bekommen. Dafür haben wir aber alle Roboblöcke gefunden. Oder Robloks gefunden. Des Planeten. Yay! Und wir halten Kirby Planet Robot Präsident Haltmann. Okay. Du hältst den seltenen Sticker zum Abschluss des Story-Modus? Moment. Meine Typen haben wir schon öfter gesehen, aber Moment. Das Boss-Level habe ich noch nicht gespielt, das weiß ich. Das weiß ich zufällig. Das wollten wir jetzt machen. Oder beziehungsweise im nächsten Part. Ich sag demnach, danke fürs Zuschauen. Ich werde meinen Roboter vielleicht noch ein bisschen umbauen und ich muss meinen 3DS aufladen. Ach du Scheiße. Deswegen ganz schnell auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Scheiß, die Wand dann. Das war. Das blinkt schon. Das ist uncool. Hä? Oh. Dumm, dumm, dumm.